Moin Leute, was geht? Mein Name ist Manolo, aka Flausmi. Herzlich willkommen zurück auf Prime Insta Gaming zu Life is Strange Before the Storm. Ich möchte gar nicht so lang schnacken. Ich möchte ein kurzes Announcement machen, eine kleine Ankündigung. Seit gestern, sprich Dienstag, gibt es jeden Tag ein Part Kingdom Come Deliverance von dem guten Hakoda. Bis Sonntag durchgängig Parts von ihm. Also schaut auf jeden Fall rein. Und natürlich auch von meiner Wenigkeit Life is Strange Before the Storm. Denn wir möchten bis zum 6. März fertig werden. Gotta look for new cars. Maybe even another truck. Dazu komme ich gleich, Chloe, danke. Denn wir möchten bis zum 6. März mit diesem Let's Play fertig werden, denn da kommt die Bonus-Episode Farewell, heißt sie, wo wir nochmal die Möglichkeit haben, Max Caulfield aus Life is Strange 1 zu spielen. Und das möchte ich euch natürlich pünktlich zeitnah hochladen und ich möchte natürlich auch wissen, was uns in dieser Episode erwartet, so wie jetzt auch in dieser. Wir wurden in der letzten Folge von der Schule verwiesen. Ja moin, lief gar nicht mal so gut. Wir haben uns aber dafür für Rachel Amber eingesetzt, damit sie trotzdem an der Aufführung teilnehmen kann und hatten daraufhin auf dem Parkplatz leider eine Konversation mit David und Joyce, die nicht so gut ausgegangen ist und deswegen sind wir jetzt hier wieder auf dem Junkyard, also auf dem Schrottplatz und wollen uns mit Rachel Amber später treffen. Bevor wir das machen, müssen wir aber eine Batterie finden, um diesen Truck hier irgendwie wieder zum Laufen zu bekommen. New cars. Maybe even another truck. Und da wird es ja alles so lieben. Gibt es da wieder einen Tagebucheintrag. Und zwar diesen hier. Den hatten wir noch nicht. Wir haben gestern den 11. vorgelesen. Diesmal haben wir einen vom 8.5. Und zwar Max. Wann hattest du beschlossen, mit mir durch zu sein? Wie wusstest du, dass es Zeit ist, um loszulassen, meine ich? Ich frage nur, weil Rachel und ich mit dieser beschissenen Stadt durch sind. Wir haben's satt. Bye bye, Bay. Aber anstatt spurlos zu verschwinden wie jemand anderes, werden wir eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Für Rachel bedeutet das, einen verfluchten Wald abzufackeln. Irre, ich weiß. Aber ich bin auch recht irre. In vagen, verwandten Neuigkeiten wurde ich endlich aus Blackwell rausgeschmissen. Immerhin verhinderte ich, dass Rachel von der Aufführung ausgeschlossen wird. Ganz kurz, ist ja mittlerweile ein Running Gag bei jedem Tagebucheintrag aufgrund der fehlenden Übpunkte und vielleicht auch gewissen Worten, die ich nicht kenne, macht das Ganze ja das irgendwie ein bisschen unterhaltsamer, ne? Ich sollte unglücklicher damit sein, Schulabbrecherin zu sein, aber ich bin's nicht. Es ist nur ein weiteres verficktes Kapitel meiner Lebensgeschichte. Also ja, Brücken abbrennen, wörtlich und akademisch, so macht man einen Abgang, Mädel. Chloe, die Austrittswunde. Und damit wir es erstmals hinter uns haben, alle Tagebucheinträge hinter uns zu haben, haben wir noch den 13. Und zwar ebenfalls vom 8.5.2010, Max. Hast du schon mal jemanden gehasst wie die Pest, nur um rauszufinden, dass er eigentlich viel cooler ist als angenommen? Ja, ich auch nicht. David hat es sich in seinem verfluchten Kopf gesetzt, dass er bei mir hart durchgreifen muss, also musste ich auf dem Schulparkplatz meine Taschen für ihn leeren. Ganz kurz, dazu muss ich eine Sache sagen. Guckt unten in der Videobeschreibung wieder erster Link. Dort ist die Episode 1, beziehungsweise, falsch, Part 1 zu Episode 2. Dort findet ihr dann auch das, was hier gerade beschrieben wird. Denn es war eigentlich eine ziemlich merkwürdige Erfahrung, beziehungsweise auch eine sehr merkwürdige Konversation. Teilt gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Also ich fand es auf jeden Fall mega creepy. Aber gut, machen wir weiter. Ich weigerte mich. Scheiß auf Faschisten. Und wenn es das ist, was Mama braucht, um mir zu vertrauen, dann ist es ihr Problem. Das ging nach hinten los, denn jetzt zieht David in mein altes Haus ein. Ich sage altes Haus, denn wenn er da ist, bin ich das ganz sicher nicht. Oh, ich lief Elliot über den Weg. Er steht immer noch total auf mich. Jeder will was vom Price. Chloe, die Geisel der Faschisten. Ja. Elliot tut uns ein bisschen leid, aber da muss er leider durch. It's all fun and games till this guy enslaves everyone. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und suchen eine Batterie, die wir in den Truck einbinden können. Oh, einschalten. Bisschen Mucke kann nicht schaden. Dann macht selbst Aufräumen Spaß. Kappa Klaus. And up next, a local band called Pisshead is blowing minds and speakers throughout the bay. Here's their new single, Nothing Wrong. Ey, die Pissheads, die kennen wir doch. Jawoll, ey. Der gute Skip mit seiner Band. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ne? Ich mag den Song. I know one fire that doesn't need any poking. Oh, Pornomagazin. Pretty sure this isn't what Rachel meant when she talked about going to LA to be a model. Then again, it's probably not what this person meant either.
Spaß mit Candy. Warum muss ich da an Two and a Half Men denken? Na komm, 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 komm. Damn, you cigarettes. Allerdings. Okay, das heißt, genau, wir brauchen irgendwas zum Rausstellen. Dann nehmen wir doch mal eine Palette. Reicht das? Das reicht nicht, oder? So allerdings schon. Chloe 1, Fly With Me 0. Dass hier auch einfach so ein Boot rumsteht, ne? Ach du Scheiße, ja. Da seht ihr ja noch, was wir angerichtet haben im Finale der ersten Episode. Beziehungsweise nicht wir, sondern Rachel what Amber. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Vergrabener Schatz, Friedhof. Vergrabener Schatz ist gut. Got it. Hauptsache ein bisschen Hoffnung machen. Tagebucheintrag, Freunde. Also zumindest hier eine kleine Notiz. Das werde ich euch aber jetzt erstmal ersparen. Das können wir noch ein anderes Mal machen. Reicht ja, wenn wir jetzt erstmal zwei Tagebucheinträge durchgelesen haben. Klettern wir weiter. Auf der Suche nach was Brauchbaren. Ich denke mal, wir werden mehr als nur eine Batterie brauchen, ne? Chill. I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Crazy that something so destructive can also be so beautiful. Or a fire that began in a trash can could grow to light up the entire sky. In conclusion, fire. Pretty sweet. Sagen, dass es kontrollierbar ist. Geiler Song, oder? Wenn ihr wollt, dass ich euch mal die Soundtracks der jeweiligen Episode unten reinpacke, sagt mir nur Bescheid. Ich habe alle Tracklisten halt da. Also sprich von Episode 1, 2, 3, alle Lieder sind vorhanden. Falls ihr Bock habt, kann ich das auch in jeder Episode noch gerne ergänzen, dass alle Songs, die halt gespielt worden sind, auch angezeigt werden. Ich muss an dieser Stelle noch eine Sache mal sagen, beziehungsweise zwei. Erstmal, die Musikuntermalung ist genau wie im Teil 1 der absolute Burner. Also ich liebe es, sei es die, wo es lautstark ist und das Ganze nochmal in Szene setzen soll, als auch wie in Szenen wie gerade eben, wo sie halt nachdenkt. Und zum Zweiten, weil sie ja gerade das Feuer hier oben angesprochen hat, im ersten Teil hatte Max Caulfield eine Fähigkeit. Ja, und das ist ja halt in der Zeit ein wenig zurückreisen. Nicht viel, sondern immer nur um eine gewisse Tat zum Beispiel zu verhindern oder neu zu überdenken. Machen wir sofort, versprochen. Maybe even another truck. Und bei Rachel Amber müsst ihr mal gucken. Schaut gerne nochmal in die Episode rein. Die ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut mal unten rein. Als Rachel Amber das Feuer umgestoßen hat, da hat sie ja geschrien, ne, dabei. Und da kam dieser Windstoß. Und der kam zweimal bei beiden Schreien. Hat Rachel Amber auch eine Fähigkeit? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe keine Ahnung.
Aber der Gedanke kam mir heute Morgen, als ich aufgestanden bin, weil ich das in dem Moment gar nicht so realisiert habe. No, not going over there. Kann ich verstehen, das ist Autowrack unseres Vaters, also dass sie da immer noch so entspannt ist. Und ein Schuhkarton. Oh, cool. Wärst du es, Elvis? Okay. Wahrscheinlich wie das Armaturenbrett oder so. I think I'm all smashed out. For now. Okay, lass uns kurz nachdenken. Wir können dahin und wir können noch hier hin. Gehen wir erstmal hier hin. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Oder auch genauso glücklich, ne? Darf man nie vergessen. Max and I used to go there all the time as kids. I think it shut down, but who knows? Don't want to leave yet. Gut, alles klar. Ja gut, kann ich verstehen, ne? Also klar, jemanden, den ihr gerade erst kennengelernt habt, der kann euch sowohl extrem sauer machen oder enttäuschen, aber auch gleichzeitig genauso glücklich. Was man sich irgendwie heutzutage mal von Beziehungen mal You're a Scheibe long abschneiden way könnte. from the beach. Statt so eine minimalistische Plastikwelt haben, einfach dankbar sein für das, was I man guess I'll hat. never ride one of these again. That's so awesome. Don't tell me what to do. Ich glaube, sie ist jetzt aufgrund, was sie jetzt gerade gesagt hat, ich muss da jetzt nicht mehr zur Schule, also beziehungsweise nicht mehr mit so einem Ding hier fahren. Ich glaube, sie überspielt das auch zum Teil ganz gut. Always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Haube. Öffnen, das sieht doch gut aus. What are you trying to hide under their hood? Sieht auch noch relativ neuwertig aus, das Auto. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Warnung, dieses Vehikel wurde im Rahmen eines Haftbefehls einer Verfügung konfisziert und beschlagnahmt. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis unter Regel 42 des Amtsgerichtes von Oregon in Anwendung von Sektion 2 in Klammern 1 des Rauschgiftschadensgesetzes von 1985 gefennet und beschlagnahmt. Es ist eine Straftat, dieses Eigentum ohne Entschuldigungsgrund zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern. Tja. Ups. Die sieht auch noch sehr gut erhalten aus, die Batterie. Here we go, the pick of the litter. Aha. Gut. Ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn man die jetzt in der Hand halten würde, aber ist gar kein Problem. Sind wir mal nicht kleinlich. I used to love opening up the diner with mom before school. I guess those days are now officially over. Ja, das Two-Wells Diner, wo Joyce arbeitet. This mat has seen some things, mostly feet. Okay, dann gehen wir mal zum Auto zurück. Aber ich möchte noch hinter das Auto schnell gehen. Ob wir da vielleicht noch irgendwas Cooles finden oder noch irgendwo Wände beschmieren dürfen. Let's go! Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. Glasscherben. Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. Ich kann's mir denken. Bottles everywhere, and not one bearded drink.
Ist hier noch irgendwo was? Ein Teppich? This rug has some miles on it. Don't want to leave yet. Oh, okay. Moment mal, von hier sind die beiden ja auch gekommen, ne? Genau, da ging es Richtung Wald. Okay, let's go. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zum Truck. Batterie zurückbringen. Na, machen wir das doch. Und Werkzeugkasten. First you take my mom, then take my home. Ey. Fuck you, David. Warte mal, ist es jetzt unser Werkzeugkasten? Aus der Garage? Falls ja, was ist denn... Ja, dann ist es richtig, richtig eklig. Aber es ist nicht unserer, oder? Mal kurz nachdenken. War der nicht kleiner? Der war kleiner, ne? Aber trotzdem. Also wenn es der gewesen ist und ich irre mich gerade, dann fuck you, David, man. Kurz schließen, oder wie? Ja, sicher. Mit dem Schraubenschlüssel, ja. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. So, wir haben eine neue Nachricht. Chloe Price. Warte mal, ist da von oben noch was neu? Das lesen wir gleich, weil sorry. Okay, lassen wir erstmal, lassen wir wieder antworten. Okay. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du, das war von gestern. Okay, Chloe Price. Ich bin nicht scheiße. Bist du absolut nicht. Laut meiner Mutter schon. Weiß nicht, ob ich es ertrage, heute nach Hause zu gehen. Noch da? Ich hole was von zu Hause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. Ja. Sie hat uns ja gesagt, als bevor wir dann mit unseren Eltern dann dementsprechend abgehauen sind, dass wir uns ja hier treffen wollen. Maybe there's another light bulb I can put in here. Okay. Den singenden Mann haben wir. Aber was hat das für Konsequenzen? Ich mag you das nicht. You can hang here, but I get to pick the tunes. Okay? Good talk. Aber eigentlich ist es mir egal, was es für Konsequenzen hat. So kaputte Glühbirne. Wir wissen, hinten haben wir was. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Dafür haben wir den Teppich und ich glaube, da war sogar noch was anderes, eine Art Matte. Was haben wir hier? Probably a good idea to cover over this with something. Okay, let's go. Wir brauchen drei Sachen. Eins, zwei, drei. Dann machen wir das doch schnell. Okay, lass mich nachdenken. Okay. Let's see what else this trash heap has to offer. Also, Motor, können wir da noch was machen? Not sure what's wrong with the engine or how to fix it. Not yet, anyway. Okay, let's go. Nein. Nutzlos, nutzlos, nutzlos. Bierflasche war auch nutzlos, aber der Teppich könnte interessant werden. Den nehmen wir mal mit. Auch wenn er ein bisschen ranzig ist. Today, you begin an exciting new life as a floor mat. Okay, das ist die Fußmatte. Also haben wir noch die Glühbirne. Die ist auch safe. Die war hier rechts, glaube ich. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, es war der Fotoapparat, genau. Ja, nice. Können wir gleich alle drei Sachen einbauen? Ich hoffe, wir können auch gleich alle drei Sachen mitnehmen. Hier haben wir die Glühbirne noch. You might not work,
Then again, I hardly ever work. Das haben wir noch. Und jetzt brauchen wir noch was zum Abdecken. Genau, das Handtuch. Ach, das Handtuch. This could cover that torn seat and look awesome doing it. Sehr schön, dann haben wir das auch und dann können wir das Auto mal ein bisschen aufhübschen. Obwohl es so schlimm nicht aussieht. Es ist halt nur ein... Okay, doch. Ich habe nichts gesagt. Es sieht schrecklich aus. Es sieht absolut schrecklich aus. Aber nichts, was man nicht fixen kann. Fürs Erste zumindest. Jetzt noch das schöne Handtuch drüber. Guck mal, sieht doch gleich viel besser aus. Always nice to know you won't accidentally fall out into the road while driving. Praktisch. Hope my passengers enjoy the smell of sea salt and junkyard. Was haben wir hier noch? It's just you and me, you tiny weirdo. Ist doch Elvis, oder? Naja, und dann machen wir jetzt noch die Lampe ran. Also die Glühbirne. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank, I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Das klingt nicht sehr positiv. Aber jetzt auch nicht, dass alle Alarmglocken schreien müssten. Mal gucken. Time for a hard-earned smoke break. Ja, find ich schon mal gut, you only get one chance to make a first expression. Mystisch. Mystisch ist schön. So, wir warten jetzt auf Frank und wir warten auf Rachel Amber. Zweiteres ist positiv. Ersteres klingt... The eye sees all. Merkwürdig. Ich glaube aber nicht, dass wir... Ich glaube, es hat mit den Typen zu tun aus dem, Does your truck look like an aquarium on wheels? Didn't think so. Deswegen, das ist ganz, das ist doch mal ganz cool. Öffnen wir mal hier. What do we have here? Oh, ein Beanie, ein Hut. Yep. This'll do. Achso. Dann backen wir nochmal. Wir machen einfach alles. Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? I knew there was something off about that guy. So, Zigaretten. Erstmal hupen wir noch eine Runde und dann... Funktioniert die überhaupt noch?
Und jetzt können wir mal eine rauchen. Auf entspannt. Mit dieser wunderbaren Musik. In my time, I'm trying to reach out. I know I'll get there soon. There's a hole in the earth here. And we're walking around the edges. You were flaunting all your open wounds. I can't express them better than you. You have buried childish qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. I have many destructive qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. Shit. Ach, das Ding da im Hintergrund, das ist Graffiti. What the hell? Oh, fuck, nein, Mann. Nicht schon wieder. Dieser Rabe! Dad? Krass gemacht mit dem Autowrack, mit dem Feuer. I miss him so much. Glaube ich dir sehr gerne, Mann. I wonder if it burned like this the day it happened. Dad, what are we doing here? Es ist wieder ein Albtraum, Flashback, wie auch immer von ihr. Nur die Art und Weise, es wird immer intensiver, habe ich das Gefühl. Mit dem Erlebten, was jetzt vor sich gegangen ist, wie mit dem Waldbrand zum Beispiel. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire
blind with. Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of Stimme. What? Of getting burned. Oh fuck, ist das eklig, Mann. Boah, sind die abgespaced, die Träume. Und gleichzeitig mega, die sind mega eklig, verstörend und gleichzeitig mega nachdenklich. So, wisst ihr, was ich meine? Fuck mir gerade voll ab. Das ist mir so. Rattert hier oben schon wieder. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Na, damit kennst du dich ja wohl am besten aus. So, are you gonna invite me in? Or what? I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. Damn, you've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. A rainbow towel? A freaky red light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Always thinking ahead. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Das hoffe ich. That's the hope. But it doesn't exactly drive yet. You'll figure it out. And while you're at it, we're also gonna need some money. You know, to buy stuff. Uh-huh. Car and money? Anything else you'd like? Luckily, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? No reason to prolong the inevitable. It's definitely Blackwell's loss. You covering for me was amazing. I don't know how to thank you. Whatever. You tried to cover for me too. Tried and failed. I guess we know who the better liar is. Or maybe my lie was the one he wanted to believe. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Last I checked, you're the one who went all Puff the Manic Dragon on that tree last night. What were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But come on, doesn't accomplice sound way cooler than accessory after the fact? Is that the official Arcadia Bay DA's opinion? Accomplice it is. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. Hilft auch nicht immer. You start. Kick back and tell me what's bothering you.
Well, Doc. David? There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Stiefdummkopf, Stiefdödel, Stiefwichser. Ich bin... Ja, okay, übertreiben jetzt mal eine Stiefdödel, ist gut. He's a step-dick. Because he's overly sensitive and he thinks he's way more important than he is. Also, he's a dick. Poetic. May I also suggest stepladder? Why stepladder? Because he climbs on your mom every night. Ew! And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Keiner wissen, Mann. Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. Aus meinem Kopf. Gedanke. Okay, eine Sache machen wir noch. Und zwar... Feuer. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit fucking nutso last night. What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder? How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. Ja, jetzt bist du aber dran. Reicht jetzt auch wieder. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... I don't know. Can we talk about something else? Of course. Wie wär's, mit der Alten, die er geknackt hat? Nein, Quatsch. Spaß ist jetzt. Machen wir mal den Truck. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Ja, die ist auch vollkommen geknickt. Alle beide sind eigentlich voll im Arsch, Mann. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? Das heißt, ich werde dich nicht lassen. Also, das können wir nicht beeinflussen. Du bist einfach nicht wie er. Punkt. You couldn't be like him, even if you wanted to. You're too awesome. The fact that you believe that makes me feel better. Sehr schön. Shit. It's time for the play. As if my life didn't have enough drama in it. Good luck. You know you're never supposed to tell an actor good luck before a show? It's bad luck. How is telling someone good luck bad luck? You're supposed to say, break a leg. That's dumb. Break leg.
Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal? Criminally fun. I'm in. Ach, Leute. Mach doch keinen Scheiß, Mann. Ihr habt doch schon genug Wait, Scheiß am Hacken. Wait, you forgot your bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Ist aber auch trotzdem irgendwie halt eine voll gute Persönlichkeit. Also ein paar Sachen sind noch komisch, aber es ist schon eine Liebe, Mann. Aber ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Hello, Junk Shack. Ja, hier sehen Sie eine Einzimmerwohnung in Hohenschönhausen, Berlin. Das ist unsere. Time to check out Rachel Amber's mystery bag. Ich möchte auf jeden Fall wissen, was Rachel Amber uns mitgebracht hat, aber das machen wir erst morgen im neuen Part, Freunde. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat mich mega gefreut. Auch die Resonanz auf den letzten Parts. Der Counter von den ganzen Views kommt gar nicht hinterher. Wir haben die 100 geknackt. Erstmal nochmal riesen Dank dafür. Schreibt gerne mal einen Kommentar, wie ihr das Ganze hier findet. Egal, ob männlich, weiblich oder irgendwas dazwischen. Scheißegal. Ihr müsst doch nicht abonnieren, wenn ihr sagt... This place is the shit. It's like my junk fortress of solitude. Alles klar. Ja, wenn ihr sagt, okay, ich möchte das Let's Play jetzt erstmal zum Ende gucken und dann überlege ich es mir selbst, das ist überhaupt kein Problem. Aber lasst mich auch gerne mal im Kommentar wissen, wie es euch sonst so gefällt. Ansonsten, falls ihr es nicht mitbekommen habt, nochmal hier die Wiederholung. Schaut auf jeden Fall erstmal die Videobeschreibung. Dort sind nochmal wichtige Links und ein paar Infos. In die Schreibbox zu jeder Episode meistens noch einen kleinen Text. Und ganz, was ihr eigentlich überhaupt nicht vergessen dürft. I should see what Rachel brought me in her mystery bag. Was ihr überhaupt nicht jetzt vergessen dürft oder ausblenden dürft, ist, dass wir jetzt die ganze Woche noch weiter Parts ballern. Jeden Tag zwei Videos von Kingdom Come und Life is Strange Before the Storm. Also schaltet auf jeden Fall auch beim Hakoda rein. Der freut sich auch natürlich mit euch weiter die großen Welten des Mittelalters zu bestreifen. Und ich freue mich, wenn wir nächstes Mal hier unser neues Zuhause vielleicht erstmal wieder einrichten, gucken, was in der Tasche ist. Und natürlich ist Frank noch auf dem Weg. Schauen wir mal. Und in diesem Sinne sage ich, wiederschauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fly.